Dann sage ich einfach mal, da sind wir wieder nach einer spontanen Unterbrechung. Ja. Lexchen hatte großen Hunger. Ja, klein Lexchen muss ein großes Brötchen essen. Ja, quasi ein 8 Meter Party-Sandwich. Ach, wäre das schön. So, ist da die. Oh, Schrotpatronen. Schrottpatronen, geil. Ich hoffe, also wenn jetzt die Schlüsselkarte nicht drin ist, ich meine aber schon, dass sie irgendwo liegt. Nichts Da drin. zumindest nicht. Farbbänder. Ja, Mensch. Was wird mal mit denen zugespammt? Echt mal. Wozu braucht man die ganzen Also, Farbbänder? diesen Raum, da blinkt irgendwas. Aber wir müssen später auf jeden Fall nochmal in diesen Raum, das weiß ich. Blaue Blaue Karte. Karte. Denn hier müssen wir noch auf den Brüsten dieser Frauen etwas einsetzen. Was hat sich der Künstler bloß dabei gedacht? Frauenbrüste. Ah nee, eigentlich heißen solche Dinger ja Büsten, ne? So. Eier! Wow. What the fuck? Schockschwere Not. Was für ein Stier. Mystery. Mann, ey, da habe ich voll nicht mehr dran gedacht. Yeah. Dieser kleine Flachwichser. Konnte ich noch nie leiden. Mann, ich kriege Angst langsam. Ach, Ja, ich solange glaube. der große Mann im Mantel nicht kommt, ist alles gut. Der soll mal ruhig zu Hause bleiben und seinen Mantel reinigen. Da sind jetzt bestimmt ein paar Einschusslöcher drin. Und Blut, Flecken. Ja. Und er soll das nächste Mal gefälligst ein paar gute Sachen dabei haben. Echt mal jetzt. Es lohnt sich sonst gar So. nicht, den in die Knie zu zwingen. Nicht mal eine Stunde gespielt und schon 9 Farbbänder. Alter Schwede. So, ich lege Heilzeugs mal weg. Die blaue Karte werden wir ja eh gleich los. Also den Rest können wir behalten. Ich würde mir ja zutrauen, all diese Farbbänder auch alle zu brauchen. Das muss ich später bestimmt auch noch. Deswegen bin ich auch froh, dass jetzt so ein guter Vorrat da ist. Denn den späteren Verlauf, das muss ich mir halt noch jetzt. Ich habe das, auch wenn ich dieses Spiel sehr, sehr gern mag, ist immer noch mein Lieblings-Resident Evil-Teil. Das B-Szenario von Leon habe ich, seitdem ich das Spiel kenne, ich glaube, einmal erst komplett durchgespielt, weil ich immer noch irgendwie Respekt davor habe. Oha. Ja. Hört, hört. Es könnte spannend werden. Ich fürchte auch. So. Dann muss ich mir das ein bisschen mit ein paar Sachen noch vom A-Szenario zusammenreimen. So. Zwei Tür auf. Oh, drei Türen werden uns sogar geöffnet. Sehr gut. Ja. Das Mit nur Problem, einer also. Keycard. Drei in eins. 3-in-1 Karte, quasi wie bei Metal Gear, die. Ich wollte gerade genau den gleichen Querverweis machen. Ja. Sie wird langsam zum Metal Gear Nerd. Man muss Ich solche. glaube, du färbst ab. Ja, man muss solche Sachen nicht mal mehr ansprechen. Sie weiß es schon von allein. Richtig. Wunderbar. Hey, Wow. was macht ihr in meinem Thronraum? Geht gar nicht. Das ist ziemlich dreist. Ich höre noch mehr Schlurfen. War der Schlurfmänner. Schlurfmänner? War der Kistenraum doch bisher immer heilig? Ja. Eine Stätte der Zombielosigkeit. Dance, Dance. Oh, Mensch, da steht noch einer. Last Zombie Standing.
Der blutet nicht. Jetzt schon. Doch, jetzt. Mann, der hat aber lange zum Bluten gebraucht. Der hatte einfach nicht mehr viel Blut da, das... Ja. Braucht er nicht. Dabei war es ein männlicher Zombie. So. Polizeimemorandum. Frau, ich zwinge dich nochmal zum Vorlesen. Ich kau noch fix aus, ja. Mach einfach beides. 23.08.1998. Zur Information an alle, während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umarrangiert werden. Wie zum Beispiel das Klo, bitte blättern wir auf ein. Der Safe mit dem vierstelligen Sicherheitscode schloss wurde den Stars Büro im ersten Stock in das östliche Büro im... Ich wollte gerade sagen, lese mal anstatt Safe diesen Absatz mit Klo vor. Das Klo mit dem vierstelligen Sicherheitscode schloss. Gebracht 2236 Kommunikationsabt. Mensch, ein Kloster, es hat einen Abt. Abteilung Polizeireviers Raccoon City. Ende. Abtei, bitte bleiben Sie gesund. Ja, und diese Codenummer haben wir ja schon eingegeben. Ja. Die ist ja immer gleich. So. Nee, ich verstaue jetzt nichts. Guck. So, diesen Ort kennt man. Oder diesen Gang hier jetzt kennt man natürlich auch noch aus dem A-Szenario. Allerdings haben wir im B-Szenario das Privileg, dass hier, glaube ich, kein Lecker auf uns wartet. Aber eine Leiche. Ohne Kopf. Nett. Abgedreht. Wer würde so etwas nur tun? Weiß ich nicht, aber... Er hat natürlich auch viele Patronen dabei. Das ist ja. Großartig. Hier an der Decke, da lief mal so ein Ding lang. Im A-Szenario. Piekschlüssel benutzt. Cool. Was glaubst du? Tür erfolgreich gestupst. Gepiekt. Was könnte jetzt wohl als nächstes dastehen? Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ja. Ach Mensch. Da haben die Schlüssel im ersten Teil aber noch länger durchgehalten. So, unser Archivraum. Und ich hasse Archive. Ich hasse Archive, besonders auf der Arbeit. Hat ein Archivtrauma. Ein Kopierer. Yay. Legen wir uns doch mal mit dem Hintern drauf. Klischee, Klischee. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Patrouillenbericht. Ja. Darf ich das lesen? Natürlich. Geil, Patrouillenbericht. 20. September, 21.30 Uhr. Bericht von Sergeant Neil Carlson. Wie Carlson Comics. Wir erhielten eine Meldung über ein verdächtiges Individuum, das sich in der Kanalisation der Vororte von Raccoon City herumtreiben soll. Ich durchsuchte das fragliche Gebiet und fand das Individuum, doch es floh, bevor ich es befragen konnte. Interview mit einem Zombie. Was sagen Sie zur Lage der Nation? Ich konnte die folgenden Gegenstände sicherstellen. Eine kleinere Menge C4 Plastiksprengstoff. Boah, schön. Einen elektronischen Zünder. 9mm Parabellum-Patronen. Nachtsichtgerät. Defekt. Ende des Berichts. Mann, ausgerechnet das Nachtsichtgerät. Ja. Akten über verschiedene Fälle, nichts, was hilfreich sein könnte. Hast du eine Ahnung, Leon? Cold Case. Pornofilmrollen. Illustration. Ups. Schöne Umschreibung. Ja. In verschiedenen Fällen nicht so hilfreich sein können. Bla 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 bla
Ein cool. Ganzer Stapel Untersuchungsbericht. Ey, aber da oben steht was Hilfreiches drauf. Richtig. Sieht aus wie ein Erste-Hilfe-Spray. Aber seine Arme waren zu kurz. Because, he has no arms to scratch his back. Erste-Hilfe-Spray mitnehmen? Ja. Ja, da könnt ihr mal sehen. Dies ist ein Hilfswerkzeug, was das kleine Lexchen jeden Tag im alltäglichen Haushalt braucht. Besonders wenn sie an das Süßigkeitenfach möchte. Warum habe ich jetzt damit gerechnet? Ja, Hier sehen Sie das kleine Lexchen in seiner natürlichen Umgebung auf einer Leiter. Mit einer Trittleiter. Mit als ihrem besten Mittel. Als ein Hilfsmittel. Mit ihrem besten Freund Tritti. Die Trittleiter. Hallo Tritti, wie geht's dir denn heute? Ja, Bombe. Ich möchte bestiegen werden. Schade, ich wollte dich eigentlich mit Füßen treten. Tritti. Die sind zu klein. Wow! Ja, das ist, was du dafür bekommst, Lexchen. Ne? Ja, und das ist, was die beiden dafür kriegen. Ja. Well done. I'm awesome. So. Was haben wir hier? Ein Kaffeeautomaten. Ey, geil, ich will Kaffee. Aber Leon sagt nichts zu dem. Ach man, ey, Leon. Leere Cola-Dosen und Abfall, sonst nix. Trink ne Coke mit. Zombie. Dein Freund und Helfer. Oh. Einsatzbericht 1. Holla die Waldfee. Einsatzbericht 26. September. Das Polizeirevier Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Viele wurden verwundet, noch mehr wurden getötet. Während des Überfalls wurde unsere gesamte Kommunikationsausrüstung zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Nicht mal mehr Internet. Und das 2 Tage vor meinem Geburtstag. Scheiße. Wir haben einen Einsatz beschlossen, der nicht nur eventuelle Überlebende in Sicherheit bringen, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiter über die Grenzen von Raccoon City weg ausbreitet. Was für ein Satz. Die Einzelheiten des Einsatzes lauten wie folgt. Sicherheit von Waffen und Munition. Polizeichef Irons? Irons? Irons. Hat sich besorgt zum Thema Terrorismus geäußert, besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der jüngsten Zeit. Genau am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisung, alle Waffen auf versteckte Punkten im Gebäude zu verteilen. Was? Da fehlt, glaube ich, ein N. Versteckten Punkten im Gebäude zu verteilen. Das würde ich sofort rot markieren. Ja. Als kurzfristige Maßnahme, um ihre Beutung durch Unbefugte zu verhindern. Good job! Unglücklicherweise hat es diese Entscheidung für uns sehr schwer gemacht, alle Munitionsdepots wiederzufinden und zu nutzen. Good job! Again! Diese Bad Cops. Bad Cops. Die höchste Dringlichkeitsstufe. Das ist wie Ostern. Ja, nur Kotzen von Eiern. Das Schloss an der Waffenkammer. Wie schon erwähnt, wird es für uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer, aber der Beamte, der die Schließkarte für das Sicherheitsschloss in seiner Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Nein. Noch mehr gute Nachrichten? Wir haben also keinen Schlüssel. Super. Good job. Außerdem ging während der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektrischen Strom kaputt. Ach so. Und die elektronischen Schlösser in einigen